Damit begrüße ich auch die Leute auf YouTube mit dazu. Wir machen jetzt weiter mit Inspektor Waffles. Wir sind beim letzten Mal in das Geheimversteck mit dem Code Wir sind die Löwen reingekommen. Und hier ist tatsächlich eine Pizzabox. Da ist ein frisches Stück Pizza auf dem Boden. Vielleicht irgendjemand, der in der Kanalisation lebt, hat Pizza bestellt. Wer weiß. Vielleicht kommt der Kassierer hier heimlich rein und isst. So viele Mysterien in dieser Stadt. Das ist gleich sehr verdächtig. Ja, wer lässt denn Pizza übrig? Ich bin froh, dass sie die Elektrizität hier installiert haben. Es wäre wirklich tricky geworden, hier eine Fackel mit runterzubringen. Das stimmt. Mal sonst irgendwas? Wir können weitergehen. Das ist alles elektrisches Kabel. Zurück in den Maple Markt. Das ist keine Option. Dann gehen wir weiter. Ist das vom Ton her eigentlich so okay? Ich hatte das ein bisschen runtergedreht, weil ich ein paar Aufnahmeprobleme heute hatte. Das ist die geheimnisvolle Tür, oder wir können weitergehen. Ja, das ist schwer. Wollen wir weitergehen oder gehen wir in die Kanalisation? Ich find's gut. Meist ist etwas zu laut, wenn ich. Meist ist dann etwas zu laut, wenn ich's gut finde, okay? Ja, es ist leiser, wenn. Wenn es nicht lauter. Wir gehen jetzt mal in die Tür. Oh, die Tür ist verschlossen. Was für ein Unglück. Da ist ein Schlüssel im Schloss, aber er ist auf der anderen Seite der Tür. Das ist nicht gut. Haben wir denn noch was im Inventar? Kann ich nichts mitmachen. Vielleicht ist der Schlüssel für die Polizeistation ein Masterkey und kann diese Tür öffnen. Nein, hat nicht funktioniert. Aber es sieht so aus, als wäre der Schlüssel aus dem Schloss geschoben worden. Zumindest habe ich etwas Fortschritt gemacht. Da ist ein Loch unten an der Tür. Ich bin normalerweise ziemlich flexibel, aber ich kann meine Pfote nicht durch dieses Loch stecken. Hey, ich kann den Schlüssel von hier sehen. Okay, ich brauche irgendwas, mit dem ich da dran komme. Mit dem Album? Das funktioniert nicht. Brauche ich bestimmt noch einen Stock oder so. Wir gehen mal weiter. Dieser Tunnel ist voller Ratten. Und das ist Kratzbaum, auf dem sie sitzen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich Angst vor ihnen haben sollte. Oder ob ich ihnen nachjagen soll. Ich denke, Das ist, was die Cartoons aus meiner Kindheit immer gesagt haben. Ja, das ist eine Wollballkarte. Eine andere Wollballkarte. Unglücklicherweise ist das eine normale, keine besonders seltene. Diese Karte sieht nach perfekten Bedingungen, also sieht aus, als wäre sie unbeschädigt, obwohl wir sie in der Kanalisation gefunden haben. Ich werde sie behalten. Sie könnte nützlich werden. Das ist mein erstes Mal in der Kanalisation von Cat Town. Genau, was ich erwartet habe. Tunnel, Rohre und Müllhalden. Der Geruch ist schlimmer, als ich mir es ausgemalt habe. Das ist ein Magnet. Da ist ein Magnet zwischen den Müllbeuteln. Es sieht aus, als wäre er in ziemlich guter Verfassung. Oh, damit kommen wir an das Ding ran. Es ist einer dieser modernen Magneten mit einer maximalen Anzahl von Benutzungen. Einige Jahre zuvor hatten vor einigen Jahren waren Magnethersteller sehr unglücklich damit, weil jeder, der einen Magnet gekauft hat, den Magneten für immer behalten hat. Wenn du einen hattest, gab es hattest du keinen Grund, noch einen zweiten zu kaufen. Nicht gut fürs Magnetgeschäft. Also hatten sie die Idee, Magneten mit limitierten Benutzungen zu machen. Ich hasse sie. Dieser hier hat 3 Ladungen übrig. Besser als nichts. Äh,
zu sehen, dass frische Milch hier in der weggeworfen im Abwasserkanal liegt, macht mich traurig. Du hast das nicht verdient, Kumpel. Ja, ein Kratzbaum oder ein Kletterbaum. Es ist ein zurückgelassener Kratzbaum. Ich bin nicht überrascht, dass es aussieht, wie es tut. Kätzchen sollten da eine Menge Spaß mit haben. Aber von dem, was ich sehen kann, spielen sie nur mit der Verpackung der... Also nur mit der Verpackungsbox. Ja. Katzen halt, ne? Aber der Magnet ist gut, weil damit kommen wir da dran. Hoffen wir, dass der Schlüssel aus Metall ist. Ja, hat funktioniert. Cat Guyver wäre so stolz auf mich. Der Magnet hat eine Ladung verloren. Zwei bleiben übrig. Ja, die Tür ist offen. Alles, was ich sehen kann... alles wäre... Hätte ich umgehen können, wenn ich größer und stärker wäre. Ich würde es lieben, eine Tür eintreten zu können. Aber ich bin eine kleine Katze. Zumindest bin ich gut darin, Rätsel zu lösen. Es hat alles mit einer Einkaufsliste angefangen und nun bin ich hier und gehe tiefer in den Abwasserkanal. Und so ist das Leben eines Inspektors manchmal. Ein Abenteuer voller Überraschungen. Aber es ist ein Leben. Du lebst nur 9-mal, wie diese 9 Leber gesagt haben. Ich wusste, dass die Abwasserkanäle unter Cat Town groß sind, aber ich habe nicht irgendwas so Weites erwartet. Ich bin in Ordnung, solange ich nicht in die Katakomben gehen muss. Oh, was ist das für ein Kostüm da drüben? Erstmal das da. Ein Stück von irgendeinem Material ist hier an dem Stachel hängen geblieben. Es ist sehr bunt. Was für eine Person würde sowas tragen? Clowns? Ich hasse Clowns. Kann ich es nicht mitnehmen? Naja. Aber ich kann mir ein Löwenkostüm. Der Kassierer war klar, als er sagte, wir sind die Löwen. Die Löwen? Denken diese Katzen, sie sind bessere Katzenähnliche als jeder andere? Ich frage mich, ob dieser Kult irgendwas mit Fluffys Tod zu tun hat. Der einzige Weg ist es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich eine Maske trage. Ich fühle mich wie ein Idiot. Nun, noch größerer Idiot als sonst. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der so angezogen ist. Das ist ein Taschentuch. Es ist kalt und schleimig wie... Ja, Frühstücksüberreste. Ich denke, dieses merkwürdige von... Was? Also ich denke, dieser merkwürdige Abwassergeruch macht mich zu einem F. Scott Fergold Charakter. Egal, keine Chance, dass ich ein durchnässtes Taschentuch aus den Abwasserkanälen anfasse. Verstehe ich. Aber das ist im Prinzip ein Furry-Outfit, also... Ich hoffe, sie finden einen Weg, diesen Ort zu heizen. Ja, möchte mir nicht die Grippe einfangen. Denkst du, wir bekommen die Kosten für unsere medizinische Behandlung wieder zurück? Das ist eine gute Frage. Du solltest... Ruhe! Danke euch, Brüder, und danke euch, dass ihr hergekommen seid, nach dem, was gerade passiert ist. Es tut mir wirklich leid, dass die Nummer 3 gestern ermordet wurde. Oh, wirklich? Das ist traurig. Nummer 3 war ein hingebungsvoller Bruder und hat uns geholfen, stärker als je zuvor zu werden. Wir sind die Löwen. Wir sind die Löwen.
Er hat mir vor langer Zeit erzählt, dass wenn irgendetwas passiert, dass ich euch allen sage, wer er wirklich war. Und heute, im Licht der schrecklichen Umstände, denke ich, kann ich euch sagen, Nummer 3 war Fluffy, der CIO von Box Furniture. Ah. Fluffy war einer von uns. Das hätte ich nie gedacht. Ich liebe seine Boxen so sehr. Oh ja, ich auch. Was ein Verlust. Ruhe! Müsst ihr alles kommentieren, was ich sage? Danke. Sein Tod... so, forgettable, so reuevoll es auch sein mag, ändert nicht unsere Pläne. Wir werden Cat Town übernehmen. Wir werden über die Stadt herrschen. Wir sind die Löwen. Wir sind die Löwen. Bevor unser Ziel Früchte trägt, habe ich noch eine schlechte Nachricht zu erzählen. Es gibt einen Spion unter uns. Wird gemurmelt. Ich werde euch die Details ersparen. Glücklicherweise haben wir ihn geschnappt, bevor er das irgendwas über uns erzählen konnte. Gut, unsere Geheimnisse sollen nicht geteilt werden. Und zu meinem eigenen und selbst für mich erschreckend ist es, dass es jemand war, der so nah an Fluffy dran war. Sein eigener Bruder Erwin. Oh. Verraten von seinem eigenen Bruder. Unglaublich. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn mein Bruder mich jemals betrügen würde. Niemals mehr mit ihm und seinen Lieblingsspielzeugen spielen? Nein, nichts wie das. So gemein bin ich nicht. Erwin ist nun ein Gefangener. In den Backroom, also im Hinterraum. Einige unserer Brüder verhören ihn gerade. Glaubt mir, er möchte sein Gesicht jetzt nicht sehen. Wir sind die Löwen! Wir sind die Löwen! Erwin ist hier. Was haben sie ihm angetan? Ich muss ihn finden. Egal. Wie so viele von euch bereits erraten haben, brauchen wir eine neue Nummer 3. Wer möchte seinen Lebenslauf einreichen? Ich. Aber ich habe keinen Lebenslauf dabei. Tut mir leid. Okay, schön. Warum denkst du wärst ein guter Kandidat? Lieber Leiter. Egal wie die Situation ist, ich lande immer auf meinen Pfoten. Oh, das ist beeindruckend. Ich weiß, richtig? Und du, was ist mit dir? Wenn ich auf der Kante des Tisches ein Objekt sehe, kann ich mich zurückhalten und schubse es nicht runter. Oh. Wow. Wow, ist das möglich? Du bist eine weise Katze mit einer Menge Selbstkontrolle. Wie bist du physisch dazu in der Lage, das zu machen? Okay. Sind diese Katzen einfach dumm oder sind sie verrückt? Egal. Ich muss Erwin retten und diesen Ort verlassen, so schnell wie möglich. Diese Typen sind die Löwen. Gut, dass wir alle die gleichen Kostüme tragen. Nicht sehr erschreckend für einen Untergrundkult. Sie brennen keine Sachen nieder oder opfern sich selbst. Nichts davon.
Ich wäre nicht überrascht, wenn sie gleich eine Runde Verstecken spielen würden. Wie wird man ein Kultleiter? Wer hat ihn trainiert? Er wirkt nicht besonders aufgeregt darüber, dass er die Leitung hier hat. Ich bin kein Experte im Kultleiten, aber er wirkt ein bisschen unerfahren. Er wäre vielleicht gut als Jobberater. Oder darin, dienerhaftere Kulte zu finden. Hey, wo gehst du hin? Ich muss mal aufs Klo. Jetzt! Das Meeting ist fast vorbei. Kannst du nicht noch ein bisschen länger warten? Nein, wirklich. Letztes Mal, als ich gewartet habe. Und als ich zum Bad gegangen bin, war da eine große Schlange. Und ich musste so lange warten. Sehr unangenehm, wissen Sie? Ich trinke eine Menge Kokosnusswasser. Aber wissen Sie, was ich tun kann? Aber was kann ich schon tun? Es ist so lecker. Er hat recht, es ist so lecker. Wir sollten einen Wasserhahn mit gratis Kokosnusswasser hier aufstellen. Kokosnusswasser für jeden. Okay, geh. Aber bitte keine Unterbrechung mehr. Ich bin so erschöpft. Ich habe nie gedacht, dass Kultleiter so anstrengend sein würde. Ja, ist nicht so einfach. Oh, Meatballs. Von dem haben wir schon gehört. Der ist die Muskeln hinter dem Ganzen. Aber er war nicht so bösartig, wenn ich mich recht erinnere. Müsste ich kurz gucken, wo ich mein... Ich habe natürlich jetzt meine Notizen hier nicht anständig ausgelegt heute. Das ist natürlich doof, aber ich habe sie hier liegen. Wartet mal. So, das ist der Zettel, auf dem Meatballs mit draufstehen müsste. Dumm, stark. Okay. Meine Notizen sagen alles. Meatballs, was macht er hier? Ich hoffe, er erkennt mich nicht. Er hat sich kein Stück verändert. Trägt immer noch denselben Anzug. Sieht wie ein böser Typ aus dem Goodfellas-Movie aus. Also aus dem Goodfellas-Film. Felines, so rum. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ihr könntet sich leicht an mich erinnern. Hey! Du's! Ja? Was machst du hier? Ich gehe nur zur Toilette, Sir. Es ist lange her, dass mich irgendjemand Sir nannte. Mein Name ist Meatballs. Schön, Sie zu treffen, Meatballs. Die bauen einen neuen Computer. All die Komponenten liegen noch auf dem Tisch. Oh, Pixel braucht eine CPU. Ich denke, die CPU ist das Gehirn des Computers. Also sollte es wie ein großer, integrierter Schaltkreis aussehen. Es muss auch clever sein, weil ein Gehirn klug sein muss als Teil des Körpers. Ich weiß nicht, vielleicht der hier? Hey! Oh, fass die Ware nicht an! Die Computerleute arbeiten da gerade. Oh, tut mir leid. Ich habe nur eine technische Frage. Sind Sie in der Nähe? Hab's noch nicht gesehen. Behalt deine Fragen für jemand anderen. Danke, denke ich. Ein Poster mit dem Kultleader und ihrem Slogan. Wir sind die Löwen. Leicht genug, sich hier unterzutauchen. Sagt die gleiche Zeile immer und immer wieder. Erwins Beine. Armer Erwin. Sie haben ihn gekriegt. Ich hoffe wirklich, er ist noch am Leben. Ich bin nicht sicher, wie ich zu ihm kommen soll, ohne Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ich brauche Backup. Ich muss einen Weg finden, Patches und das ganze Team hierher zu bringen.
So viele Boxen. Was haben sie hergebracht? Irgendwas, um nach der Arbeit eine Party zu schmeißen? Hey, Meatballs. Hallo. Was verschafft mir die Ehre? Du trägst überhaupt keine Maske. Jeder kann dich erkennen. Ich dachte, wir sind ein Geheimkult. Ich hab so viele von denen mit meiner Zigarre verbrannt. Das ist hart, durch eine Maske zu rauchen, weißt du? Hatte die Wahl, ob ich rauchen oder mich selbst verstecken kann. Und ich kann die Zigarren nicht aufgeben. Sie sind ein Teil von mir. Oh, verstehe. Es ist ein Teil davon, tough zu sein. Das sieht tough aus. Okay. Wer ist die schwarze Katze, die du bewachst? Ist das der Verräter, Fluffys Bruder? Ich kann nur ein paar Beine sehen. Ja, das ist er. Er schläft da gerade. Schlafen? Ist er am Leben? Denk schon. Wir werden es in ein paar Stunden sehen. Boss hat mich gefragt, dass ich ihn ziemlich zusammenschlagen soll. Also was ist das, was ich gemacht habe? Gut, gut. Ich mag keine Verräter. Ich auch nicht. Wartet mal, ich muss mir das mal aufschreiben. Das können wir nicht alles jetzt komplett ungeschrieben lassen. Ich habe hier doch einen Notizzettel, auf dem Erwin stehen müsste. Ja. Adi, 9 Leber. Blöd, dass ich auf dem einen Zettel hier geschrieben habe. Das war nicht so clever. Nämlich der Deckzettel für das ganze Ding hier. Natürlich habe ich auf dem geschrieben. Weil ich es nicht wusste, dass das der Deckzettel ist. Es ist das erste Mal, dass ich so einen Block besitze. In der Form. Es ist ein sehr schöner Block. Naja, vielleicht schneide ich ihn einfach irgendwann ab. So. Also. Wo habe ich denn meine Notizen zu Erwin? Sind die hier mit drauf? Nein. Hier mit drauf, Erwin. Okay. Ja, es tut mir leid, aber ich muss das alles aufschreiben. Alles, was nicht aufgeschrieben ist, existiert nicht. So, Erwin lebt noch. Der Väter von Kult. Okay. Hey, bevor du zu den Toiletten gehst, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Klar, erzähl's mir. Ich brauche mein Feuerzeug, das ist da auf dem Tisch. Dieser Tisch? Ja, der in diesem Raum. Kannst du den nicht selber nehmen? Nee. Der Boss hat mir gesagt, ich muss dicht bei der Box mit dem Verräter bleiben. Keine Ausnahme, hat er gesagt. Diese Katze ist sehr gefährlich. Aha. Das ist wichtig. Meatballs. Boss. Gefährlich. Sicher. Ich werde es für dich aufsammeln. Ein Licht? Hast du meine Leiter gebracht? Nee, habe ich noch nicht. Bin ich auch schon so anzureden. Okay, hier ist Meatballs Feuerzeug. Das ist meine Chance zu nehmen, was ich für die CPU halte. Als erstes das Tech-Ding und dann das Feuerzeug. Perfekt. Meatballs hat nichts gesehen. Ich bin wie Robin Wolf, aber als Katzenversion. Ich stehle von den bösen Guys, also von den bösen Leuten, für meine eigenen Interessen. Ich glaube, Robin Hood hat das anders gemacht. Hast du mein Feuerzeug?
Ja, Jesus. Danke dir, mein Bruder. Deine Nettigkeit ist gut angekommen. Vielleicht habe ich zu viele Fragen gestellt. Aber warum brauchst du ein Feuerzeug? Deine Zigarre hat doch schon gebrannt. Bin sicher, du könntest die Box auch ohne Überwachung für ein paar Sekunden verlassen. Du hast recht, mein Freund. Du fragst tatsächlich zu viele Fragen. Und es fängt an, verdächtig zu wirken. Neugier hat die Katze getötet, das weißt du. Also Neugier ist der Katze tot, das weißt du. Ja, ich bin vertraut damit. Der gute alte Robin Wolf. Ja. Tut mir leid, du hast recht. Ich muss es nicht wissen. Ja, mein Freund. Musst du dich auf die Toilette? Oh ja, Das ist wahr. Wir sehen uns später. Escape from the Cult, ja. Tut mir leid, dich nochmal zu stören. Wo sind die Toiletten? Ist leicht. Zweiter Pfad auf der linken Seite. Geradeaus für genau 2 Minuten. Dann wieder links. Und bumm. Und Bomo, du bist da. Aber geh nicht rechts. Das ist ein langer Weg bis zum Ausgang. Und da sind keine Wegweiser auf dem Weg. Bleibe auf dem Pfad oder du gehst verloren. Danke für die Hilfe. Jederzeit. Aber lungere nicht zu lange in den Toiletten rum oder die Ratten werden angreifen. Sag das nochmal. Oh, ich hab nur Spaß gemacht. Da sind keine Ratten hier. Ja. Außer die hinter dir. Guter Witz. Du bist so eine lustige Katze. Ja, Ratte wegen Verräter. Danke. Bin gleich wieder da. Ja, aber wir hauen ja jetzt ab. Wir werden jetzt rechts gehen. Aber nach mehreren Stunden, nach denen wir nach dem Ausgang gesucht haben. Endlich. Ich bin hier drin stundenlang rumgeirrt. Ich habe jedes Wort vergessen, das Meatballs gesagt hat. War es links oder rechts am Start? Die zweite Kreuzung oder die dritte? Ach, es ist egal. Vielleicht ist das nicht der nächste Ausgang, aber er funktioniert. Und dafür bin ich glücklich. Sogar glücklicher, noch glücklicher, als dieses nervige Kostüm zu entfernen. Ah, eine Erlösung. Wer könnte diese Sachen noch länger tragen? Es ist egal. Ich muss diesen Ort sofort verlassen. Ich muss Patches finden und ihm alles ganz schnell erklären. Die Löwen, der Kult, Erwin, Meatballs, alles. Ich habe großen Fortschritt im Fluffy Case gemacht. Also im Fluffy Fall gemacht. Aber ich weiß immer noch nicht, wer der Killer ist. Vielleicht der Kultleiter. Vielleicht hat es der Kultleiter gemacht, aber wer steckt hinter der Maske? Und der große Schatten. War das Meatballs? Ich muss immer noch mehr Hinweise finden. Aber wir fangen vorne an. Zurück zur Polizeistation. Ich ziehe das garantiert nicht nochmal an. Ich denke, alle Katzen hassen Kostüme. Es war immer quälend, Kostüme für Partys als Kätzchen zu tragen. Und es ist es immer noch. Okay, wir gehen. Die Sonne geht schon unter. Wie viel Zeit habe ich damit verbracht, in den Tunneln herumzuirren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Es waren ja mehrere Stunden dieses Jahr. Es war noch helllichter Tag, als ich den Maple Mark betreten habe. Warte mal eine Sekunde. George, der Kassierer. Er kennt den Kult. Er hat mir gesagt, wir sind die Löwen, mehrere Male. Aber er ist ein Hund, keine Katze. Warum würde ein Hund einem Kult helfen, der glaubt, Katzen sind die überlegene Spezies? Was würde ihn dazu motivieren? Vielleicht hat ihm niemand was darüber gesagt. Schwer jetzt zu sagen. Ich sollte Patches anrufen. Natürlich, kein Signal, wie überraschend. Da sitzt ein Magpie. Ich weiß nicht, was Magpie für ein Vogel ist. Ein Vogel da drüben. Es sieht so aus, als hätte er eine schillernde Münze gestohlen. Kann ich ihm was dafür geben? Kann ich den Magneten benutzen?
Glücklicherweise ist es nicht so ein unglaublich mächtiger Magnet wie in den Cartoons oder in Videospielen. Ich muss einen Weg finden, ihn näher ranzubringen. Okay, da habe ich jetzt aber nichts. Kann ich das eigentlich die Karte ins Album kleben? Naja. Wilde Beeren. Ich könnte so viele wilde Beeren essen. Ich liebe sie. Mein Magen auf der anderen Seite nicht so sehr. Okay. Okay. Auf meiner linken Seite ist der Kilimanjaro-Pfad. Und ich bin zu sehr aus der Form, um jetzt wandern zu gehen. Scheint ach, das ist eine Elster. Okay, danke sehr. Hinter mir ist die Lasklaw Cave mit den berühmten Wandzeichnungen. Oh, das ist diese Höhle in Südfrankreich, ne? Angelehnt. Das andere ist ja der Kilimanjaro, klar. Es ist ein 2-Stunden-Lauf von hier, um da durchzukommen. Nichts, was ich jetzt machen würde. Und vor mir ist die Straße nach Cat Town, mein Ziel. Endlich. Ich dachte, ich wäre für immer da draußen verloren. Ist das ein Dinosaurier da drauf? Ein T-Rex oder sowas? Niedlich. Ich war noch nie so glücklich, eine Dino-Tankstelle in meinem Leben zu sehen. Es ist wirklich schön, hier draußen in der Natur zu sein. Aber ich bin keine Wildkatze. Große Areale sind nicht, wo ich hingehöre. Ich sollte den Weg zurück nach Cat Town finden. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. Ich muss Patches anrufen. Aber ich bekomme immer noch kein Signal. Wo bin ich? Eine Telefonzelle ist eine Bank. Das ist ein großartiger Ort, um sich hinzusetzen und den Sonnenuntergang zu bewundern. Wenn ich jemals in der Lage bin, mich zur Ruhe zu setzen, werde ich die alte Katze sein, die auf der Bank sitzt und die Szenerie bewundert. Und ein Pina Colada in meiner Hand. Oder in meiner Pfote. Mit hoffentlich keinem alten Fall, der noch in meinem Kopf spukt. Dino-Gasstation, also Dino-Tankstellen. Die häufigste Tankstelle in der Stadt. Ich bin sicher, sie haben einen Dinosaurier als Logo genommen, weil sie denken, dass Benzin aus Dinosauriern kommt. Das ist nur ein Mythos, der von der Dinosaurier Company, also von der Dinosaurier Firma in die Welt gesetzt wurde. Öl kommt von Tieren und Pflanzen, die lange vor den Dinosauriern gelebt haben. Ich denke, die Firma wäre nicht so populär, wenn es sehr alte Farntankstelle heißen würde. Also passt das, denke ich. Oh, das ist morbide, die armen Dinos. Es stimmt aber. Es stimmt. Lass uns jetzt auf den Fall konzentrieren. Mein Glückstag, eine Telefonzelle. Zeit, Backup zu rufen und Erwin zu retten. Aber ich brauche einen $0,25. Verdammt, wo könnte ich jetzt einen hier draußen finden? Ich habe keine Ahnung, wo diese Straße hinführt. Und ich gehe nicht zu Fuß. Das ist schlecht. Dann müssen wir zurück zu dem Vieh. Da ist der Weg. Das ist nicht der schnellste Weg zurück zur Station. Okay. Ah, da ist ein Stock. Dieser Stock könnte super sein, um Fangen zu spielen. Aber leider bin ich allein und verloren in den Bergen. Ich werde ihn trotzdem mitnehmen, falls ich ein paar wilde Hunde finde, die nach Freunden suchen, mit denen man spielen kann. Der Magnet sollte auf die Spitze des Stocks passen. Ja. Ohne Kleber oder Kabel ist dieses Ding nicht wirklich
stabil, aber es sollte reichen, um ein kleines Objekt anzuziehen. Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Ich möchte nicht den Weg zurück nach Catown laufen. Okay, noch ein bisschen näher. Gib mir diese Münze. Ja, ich hab sie. Gut, ich brauche den Stock nicht länger. Es ist wirklich eine Schande, dass Spotty nicht hier ist. Er würde wirklich diesen Stock genießen. Aber das Logo mit dieser Herleitung, es stimmt trotzdem. Ich habe noch eine weitere Ladung des Magneten verloren. Noch eine bleibt. Ich sollte wirklich aufpassen. Ja, ich hatte ja keine Alternative. Beim anderen hätte ich eine Alternative gehabt, aber nicht hier. Es ist nur eine Münze. Das reicht für einen Anruf. Hoffen wir, dass jemand auf der Polizeistation ist. Okay, ich rufe Patches an. Das, also ich hätte vielleicht nicht Patches angerufen. Ich hätte an der Rezeption angerufen. Weil ganz ehrlich, Polizei muss an der Rezeption immer besetzt sein. Aber irgendwie den Polizeichef anzurufen, das ist unwahrscheinlich. Hoffentlich steht Spotty nicht immer noch vor der Ladentür und wartet auf uns. Wir haben gesagt, bleib. Und Spotty ist ein guter Hund. Spotty wartet schön vorne dran. Der arme Wuffel, ja. Oh, schön die alten Geräusche. Komm schon. Ich möchte nicht die ganze Nacht hier bleiben. Oh, Peanut. Peanut geht ran. Hallo, Officer Peanut. Wie kann ich dir helfen? Endlich. Hey, Peanut. Es ist Waffles. Waffles? Wie geht's dir? Das Croissant, das du mir gegeben hast, das war lecker. Denkst du, könntest mir noch mehr bringen? Nicht jetzt, Peanut. Ich brauche wirklich Hilfe. Kannst du Patches sagen, dass ich Erwin gefunden habe? Oh, klar. Werde ich tun, sobald ich kann. Wir hatten einen kleinen Unfall hier. Ein Feuer ist in der Station ausgebrochen. Zum Glück nichts Ernsthaftes. Peanut, ich bin verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich bin in einer Dino-Tankstelle. Gerade außerhalb der Stadt. Nicht weit vom von den Kilimanjaro-Bergen. Oh. Bist du heute auf einen Wandertrip gegangen? So ungefähr. Ich habe gefunden, wonach ich suche. Lass mich sehen, ob ich deine Position rausfinden kann. Es gibt zwei Tankstellen in der Nähe. Bist du in Sichtweite des Boxlandparks? Nein, ich sehe nur nur Ebenen und Berge. Dann muss es die andere Tankstelle sein. Ich schicke jemanden sofort nach da. Bleib einfach da. Ja, danke. Kannst du auch etwas Backup herschicken? Weiß ich nicht. Jeder ist gerade heimgegangen. Es ist das Ende der Arbeitszeit, weißt du? Inat. Es ist ein Notfall. Jede Anfrage, die ich kriege, ist ein Notfall, Waffles. Ich habe dir ein Croissant gegeben. Croissants rechtfertigen nicht Notfallanrufe. Bleib, wo du bist. Jemand wird gleich da sein. Wir sehen uns. Er hat aufgelegt. Nun, ich denke, ich habe keine andere Wahl, als zu warten. Wahrscheinlich schickt er jetzt Pixel rüber oder so. Ja, eh, offenbar die Dame für alles. Wer ist denn jetzt Butter? Hey, bist du Waffles? Ja, bin ich. Wer sind sie? Mein Name ist Butter. Peanut hat mich angerufen, um sie zurückzubringen. Aber sind sie ein Taxifahrer? Wow. Wie beobachtungsvoll. Was hat's verraten? Das Auto vielleicht? Ich meine, ich dachte, eine Polizeikatze oder ein Polizeihund würden kommen, um mich zu holen. Nicht ein Bewohner. Peanut hat mir gesagt, dass sie das sagen würden. Er sagte, dass niemand verfügbar war so spät am Tag. Er hat Patches erzählt, dass sie Erwin gefunden haben, aber Patches war sehr beschäftigt mit irgendjemandem in seinem Büro. Er hat mir auch gesagt, ich sollte
sie sollen dankbar sein dafür, dass er seinen eigenen Bruder geholt hat, gerufen hat, um sie abzuholen. Oh, du bist Peanuts Bruder? Ich bin nicht überrascht. Ihr seht euch wirklich ähnlich. Oh, ich habe gerade eine ganz böse Befürchtung. Eine ganz böse Befürchtung. Er ist mit irgendjemandem im Büro beschäftigt. Wahrscheinlich wieder Cookie. Nee, Maple. Wer von beiden war jetzt der amtierende Bürgermeister? Cookie. Cookie ist der Bürgermeister laut meinem Zettel. Und meine Befürchtung ist jetzt, dass tatsächlich der gute Cookie jetzt tatsächlich der Böse hinter allem ist und der dafür sorgt, dass hier eigentlich alles jetzt den Bach runtergeht. Das ist so meine große Befürchtung. Ja, irgendwas ist da nicht so. Maple war der Billionär, der auch kandidiert. Genau. Das war der andere Reiche. Das ist die reichste Katze. Habe ich mir aufgeschrieben. Und ja, ich, mal abgesehen davon, dass ich hier eine ganz schöne Zettelwirtschaft inzwischen habe, irgendwas stimmt da nicht. Ich befürchte wirklich, Patches steckt da mit drin und die stecken alle mit drin. Das ist so meine ganz, ganz große Befürchtung. Dass die da alle mit drin stecken und am allerallerschlimmsten, dass da halt wirklich Patches mit drin steckt. Ich meine, wir mögen Patches. Patches ist wirklich nett. Ich mag Patches, sagen wir es mal so. Fände es schade, wenn der dafür verantwortlich wäre. Das ist, weil wir aus dem gleichen Wurf kommen. Aber wenn du genau hinsiehst, bin ich hübscher. Ja, natürlich bist du das. Lass uns gehen, Inspektor. Ich habe einen Job zu erledigen. Natürlich. Wo möchten Sie hingehen, Inspektor? Ja, ich hole mal Spotty ab. Ich muss als erstes zum Maple Markt in Sopor. Oh, müssen Sie noch Einkäufe erledigen? Könnten Sie mir einen Snack mitbringen? Nein, es tut mir leid, ich fürchte nicht. Ich werde nicht mal reingehen. Ich bin mit dem Kopf zuerst in Ärger reingerannt, als ich das letzte Mal da drin war. Aber es ist, wo mein Auto geparkt ist. Ich habe einen Polizeihund auch noch da gelassen. Er ist vielleicht sogar immer noch da. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er immer noch wartet. Warum? Haben Sie ihm gesagt, er soll bleiben? Ich denke, das habe ich, ja. Dann wird er nicht eine einzige Pfote bewegt haben. 100% Garantie. Das ist ein bisschen Klischee, denken Sie nicht? Nicht alle Hunde nehmen alles direkt so wörtlich. Wollen Sie wetten? Nicht wirklich. Aber danke für den Transport. Bitte sehr. Sagen Sie Peanut Hallo. Werde ich. Patches wirkt nicht ganz so kompetent als Polizist und nicht ganz so smart. Das befürchte ich auch. Also Patches ist nicht smart. Da stimme ich zu. Aber ich befürchte jetzt langsam, Patches könnte korrupt sein. Was mir natürlich jetzt nicht gefallen würde, weil das ist ja so ein bisschen der beste Freund von Waffles. Und wenn der da natürlich korrupt ist, das ist natürlich für unseren lieben Inspektor auch eine ganz doofe Situation. Hey Spotty. Inspektor, wo waren Sie? Ich habe für so lange auf Sie gewartet. Hast du nicht bemerkt, dass der Laden geschlossen ist? Warum würdest du warten? Ja, das habe ich gesehen. Aber ich habe darauf gewartet, dass du irgendwie trotzdem rauskommen. Sie haben mir gesagt, ich soll hier bleiben, Inspektor. Wow. Butter hatte recht. Wer ist Butter? Peanuts Bruder. Macht Sinn. Er hat mich hergefahren. Ich habe einen großen Durchbruch im Fall erlebt. Mit der Einkaufsliste. Ich habe eine
Geheimtür im Maple Markt geöffnet. Und dann war ich Teil dieses Kultes und ich habe Erwin gefunden. Er war in schlechter Verfassung. Oh nein! Ich habe Meatballs gesehen. Hab mich in einer Höhle verlaufen und musste dann Meilen durch die Wildnis laufen, um mein Telefon zu finden. Das klingt nach einem großen Abenteuer. Ich weiß, richtig? Ich kann es nicht erwarten, Patches davon zu erzählen. Das Einzige, das ich immer noch nicht weiß, ist, wer Patches getötet hat. Vielleicht Meatballs? Ich weiß es nicht. Er ist groß. Wie der Schatten, den Millie gesehen hat. Aber ich kann es nicht sagen, aber es hieß, es war das Dunkles. Patches hat kein dunkles Fell. Vielleicht ist er auch nicht scharfsinnig genug zu merken, dass das Gebäck eine Art Bestechung sein könnte. Das kann sein. Das ist möglich. Du wirst es rausfinden, Inspektor. Hoffe ich. Lass uns zu meinem Auto gehen. Ich muss mit Patches direkt reden. Klare Sache. Ich hab's ja vermisst, die wehenden Ohren. Ja, Fluffy ist tot. Inspektor Waffles, wie war der Trip? Sie meinen mit Ihrem Bruder? Der war gut, aber nächstes Mal senden Sie mir wirklich eine echte Polizeikatze oder immerhin einen Polizeihund. Wie haben Sie herausgefunden, dass es mein Bruder ist? Ja, ihr seid zwei Erbsen aus der gleichen Schale. Aber wenn Sie genau hinsehen, stellen Sie fest, ich bin hübscher. Ja, definitiv. Wo ist Patches? In seinem Büro mit jemandem. Ein Zeuge in einem Fall, denke ich. Lass uns gehen, Spotty. Keine Zeit zu verlieren. Nein, ich gehe rechts. Ich habe dazu gelernt. Gott, was ist denn hier passiert? Pixel, was ist hier passiert? Ah, nichts, um sich Sorgen darüber zu machen. Erinnern Sie sich, als die Kaffeemaschine kaputt war? Diesen Nachmittag habe ich sie repariert und sie hat perfekt funktioniert. Dann habe ich sie mit Kaffee und Zucker gefüllt und sie hat immer noch gut funktioniert. Und dann habe ich einen neuen Drink hinzugefügt. Frische Limonade. Eine gute Idee, wenn ich, eine gute Idee, wenn ich hier eine gehört hätte. Ja, eine neue Option. Was konnte schiefgehen? Aber als ich die Soda fürs erste Mal, also die Limonade fürs erste Mal gewählt habe, ist die Kaffeemaschine in Flammen aufgegangen. Ich dachte, du wärst ein Experte im Computerprogrammieren oder was auch immer, richtig? Fehler. Das ist immer so der Gedanke. Du kannst mit Computern umgehen, also kannst du Technik reparieren. Das stimmt nicht. Ich zum Beispiel kann auch wunderbar programmieren. Ich bin gut im Programmieren, wirklich. Aber wenn ihr mich fragt, ob ich irgendwas Handwerkliches machen kann, ich muss die Hardware nur angucken, dann geht's in Flammen auf. Das ist wirklich nicht meine Stärke. Und zumindest den Faktor habe ich mit Pixel gemein. Nun, es ist exakt das passiert, was passiert, wenn du versuchst, ein neues Feature in dein Programm reinzubringen, Waffles. Sieht so aus, als wäre Computerprogrammieren eine gefährliche Aktivität, Pixel. Mal so nebenbei. Ich habe das Ding hier in der Kanalisation gefunden. Ich denke, es ist eine CPU, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ist es. Ein Super Hyper Thread X800 MHz CPU mit SSJ Instruktionsset. Super Saiyajin Instruktionsset? Okay. Also, ist es das, was du brauchst? Nein, es ist besser. Vielleicht kann ich es sogar benutzen, um die DNA-Maschine zu übertakten. Es ist definitiv einen Versuch wert. Danke, Waffles. Das ist super. Was meinst du mit, es ist einen Versuch wert? Übertakten? Wird es funktionieren? Vielleicht zu gut. Ich verstehe nicht, wie das dann schlecht sein kann. Es gibt ein Risiko bei der DNA-Maschine, dass sie Feuer fängt. Pixel? Was? Hast du die Kaffeemaschine übertaktet? Nein? Ich meine, ja. Erzähl's nicht, Patches. Wer übertaktet eine Kaffeemaschine?
Also für diejenigen, die jetzt vielleicht mit dem Wort übertakten nichts anfangen können, soll das mal kurz erläutert werden. Ja? Übertakten beschreibt den Vorgang, bei dem man mit quasi zusätzlicher Leistung eine Maschine schneller macht. Also man pumpt quasi Zusatzleistung auf die Maschine drauf. Dadurch wird die schneller. Ja, soweit klar? Und wenn man das macht, dann überhitzt die natürlich. Weil alles, was man mehr an Leistung hat, erzeugt Hitze. Und man braucht, wenn man übertaktet, eine anständige Kühlung. Im Normalfall sind Systeme schon so ausbalanciert, dass die von der Taktung her ideal sind. Dass die nicht noch schneller laufen können wegen der Hitze, weil das sonst Probleme gibt. Und gerade wenn man eine Kaffeemaschine hat, die ja jetzt Hitze abstrahlt und die man nicht kühlt, um die Übertaktung da irgendwie abzufangen, ist das nicht gut. Und das ist genau der Grund, weshalb man so Kram nicht übertakten sollte. Weil für eine Übertaktung braucht man eine gute Kühlung. Wechsel. Ich glaube, er denkt auch, dass Hard- und Software dasselbe sind. Fühlst du mir so an? Er behandelt die Hardware wie eine Software. Und das ist ein gravierender Fehler. Ich habe das Gefühl, ich verstecke immer mehr und mehr Sachen, die du getan hast vor Patches. Ich weiß. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Danke sehr. Du bist der Beste. Wir reden später, Pixel. Das erklärt, warum es ein kleines Feuer gab. Patches, du kommst genau zur rechten Zeit. Waffles, ich... Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Okay. Aber zuerst, ich habe einen Zeugen, genau... Sie können warten. Sie glauben nicht, etwas davon sie werden nicht glauben, was ich Ihnen erzähle, Chef. Also, Waffles, was haben Sie heute getrieben? Während meiner Ermittlungen habe ich Cattowns Untergrund besucht. Das erklärt den Geruch. Und Sie werden nicht glauben, was ich gefunden habe. Was genau war in den Abwasserkanälen? Es gibt einen Geheimkult. Einen Geheimkult. Ein was? Ja, einen geheimen Kult, der Löwenmasken trägt. Wie Sie sich vorstellen können, nennen sie sich selbst die Löwen. Kein wirklich origineller Name. Und was genau machen sie in den Abwasserkanälen? Sie möchten die Welt erobern. Ich meine, Katzen herrschen über Hunde. Also keine Gruppe von Leuten, ne? Also keine gute Gruppe von Leuten. Nicht wirklich, nein. Nun, da wir wissen, was unter Cattown passiert. Wir müssen alle diese Katzen finden, bevor sie irgendwas Dummes machen. Warte. Wie hast du den geheimen Kult gefunden? Das ist eine lange Geschichte. Mach sie kurz. Okay. Spotty und ich sind in Erwins Apartment gewesen und wir haben gefunden... Warte, erzähl mir nicht, dass du wieder ohne anständige Papiere eingebrochen bist. Erwin wurde entführt? Nee. Achso, ich muss ihm erstmal das da zeigen. Nicht diesmal, Chef. Mucka hat mir einen Durchsuchungsbefehl ausgestellt. Hier ist er. Das ist unerwartet. Fühlst du dich gut, Waffles? Das erste Mal, dass ich sehe, dass du nach dem Buch vorgehst. Was kann ich sagen, Chef? Ich nehme diesen Fall sehr ernst.
Also ich bin in Erwins Apartment mit einem ehrlichen Durchsuchungsbefehl. Das ist gut, Waffels. Möchtest du einen Klopfer auf die Schulter oder auf den Rücken? Das ist schon in Ordnung, Chief. Und dank Spottys Schnauze haben wir eine Überraschung gefunden. Erwin züchtet illegal Katzenminze in seinem Apartment. Und? Wie hängt das mit dem Kult zusammen? Gar nicht, um genau zu sein. Bleib bei der Story, bitte. Spotty hat einen guten Einfluss auf ihn. Ja, Spotty hat einen sehr guten Einfluss. Wie hast du es gefunden? Wie hast du den Kult gefunden? Eine Einkaufsliste. Ich verstehe nicht ganz, wie eine Einkaufsliste mit einem Kult zusammenhängt. Also, ich habe eine Einkaufsliste in Fluffys Haus gefunden. Beide Listen sind exakt mit denselben Produkten in denselben Mengen. Oh, interessant. Und Erwins Liste hatte eine Adresse, die uns zum Maple Markt gebracht hat. Und dann hast du dich selbst wieder in einem Maple Markt wiedergefunden? Genau. Okay, weiter. Was ist im Maple Markt passiert? Ich habe den Kassierer nach den Produkten gefragt, die auf der Liste standen. Und er hat gerufen, wir sind die Löwen. Okay. Sehr merkwürdig, weil er ein Hund ist, aber egal. Dann ist eine Geheimpassage, die in die Abwasserkanäle geführt hat, aufgegangen. Und ich bin runter in die Tunnel, bis ich das Versteck des Kultes gefunden habe. Ich habe das Meeting infiltriert. Und ein Extra-Kostüm als Verkleidung benutzt. Der Leiter hat gesagt, sie wollen die Herrschaft über Cattown. Und dann, überraschenderweise, habe ich einen unserer ältesten und am meisten gesuchten Freunde getroffen. Von wem redest du? Meatballs. Wirklich? Er war nicht auch im Kostüm? Nein, er sagte, er würde sein Kostüm versehentlich verbrennen wegen seinen Zigarren. Meatballs mag wirklich seine Zigarren, hä? Also, was macht er da? Oh, das ist der beste Teil der Geschichte. Nun wirst du mir erzählen, was Meatballs dort macht? Natürlich. Meatballs war da, weil er ihn bewacht hat. Erwin. Ich habe Erwin gefunden, Chief. Hatches? Warum sagen Sie nichts? Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin, Waffles. Eine Geschichte fast zu merkwürdig, um wahr zu sein. Einkaufsliste, die in einen Geheimeingang führt und einen Untergrundkult. Was meinen Sie? Ich verstehe nicht. Spotty, du hast nichts gesagt. Können Sie Waffles Story bestätigen? Es ist alles wahr, Chief. Aber ich weiß nicht, was genau im Maple Markt passiert ist. Nur eine Person durfte zur gleichen Zeit reingehen, also musste ich draußen bleiben. Und so habe ich gewartet. Inspektor Waffles ist Stunden später zurückgekommen. Sie haben nicht gesehen, was im Kult passiert ist, richtig? Nein, tut mir leid. Spotty, bleib. Ja, Chief. Guter Junge. Inspektor, kommen Sie in mein Büro. Da ist jemand, von dem ich möchte, dass Sie ihn treffen. Oh Gott, er wird bestochen. Wir bräuchten jetzt eigentlich nur dahin zu gehen und die alle festzunehmen. Nee, oder? Das ist Erwin. Der hat den Gehstock. Das kann nicht sein. Wir haben ihn unten mit den Füßen zuerst gesehen. Irgendwas stimmt doch hier ganz und gar nicht. Irgendwas ist hier doch nicht richtig. Oh, Badges Wag ist nicht... Guten Abend. Guten Abend, Sir. Inspektor, als Sie in die... Kanalisation von Cattown untersucht haben, ist diese Gentle Cat in unsere Polizeistation gekommen. Ich bin Inspektor Waffles. Schön, Sie zu treffen. Schön, Sie auch zu treffen, Inspektor. Wie ich Chief Patches schon erzählt habe... Jemand hat mein Buch gestohlen und es ist sehr wertvoll für mich. Es tut mir leid, das zu hören, Sir, aber Chief, vielleicht haben wir bessere Sachen jetzt gerade zu tun.
wie zum Beispiel einen Haufen verrückter, verrückter zu verhaften. Lass ihn ausreden, Waffles. Okay, bitte reden Sie weiter. Ich war für ein paar Tage aus der Stadt auf einer Geschäftsreise. Was für ein Geschäft, wenn ich fragen darf? Nun, ich bin ein Sammler. Ich hatte eine wundervolle Gelegenheit, meine Sammlung zu vervollständigen. Aber unglücklicherweise habe ich auf dem Weg nach draußen mein Buch verloren. Glücklicherweise hat der Hausmeister es gefunden und es unter meine Türmatte gelegt. Aber dann hat es jemand gestohlen. Warte, was für ein Buch war's? Mein Wollball Collectible Card Album. Nicht ganz weit weg davon, vollständig zu sein, aber mit einigen seltenen Wollballstars. Es tut mir leid, was war Ihr Name? Mein Name ist Erwin. Das ist unmöglich. Ich habe Sie in der Kanalisation gesehen. Nein, ich denke nicht. Ich besuche mit absoluter Sicherheit nicht den Untergrund, um meine Karten zu kaufen. Inspektor Waffles, das ist, Also erstmal Hi Nox. Ein Hallo wäre schön beim Reinkommen. Das ist der Waffle aus Tel Concerto, nachdem es ihm zu blöd wurde, Streifenpolizist zu sein und säckeweise Kätzchen zu fangen. Und seine Frau geht ihm ja immer nur auf den Geist, also trinkt er jetzt bestimmt auch. Perfekte Analyse der Situation bei Nox. Ich kenne Tail Concerto leider nicht. Tut mir leid. Aber ja, er trinkt auch starke Milch. Das macht er. Aber Frau hat er keine. War da gerade ein Hutz zu hören, ganz dumpf? Ja, da war ein dumpfer Hutz. Wenn ich vorher Hallo sage, bist du aber nicht mehr so überrascht. Nox, so überrascht bin ich dann auch nicht. Leute im Chat, das ist nicht überraschend. Aber schön, dass du da bist, Hutz. Ja, es ist zu Simon, dass ich sehr spät kam. Ja, wie ich sehe und wie ich hörte, beim Essen habe ich sehr viel verpasst. Ja, natürlich. Alles hast du verpasst. Aber vorhin hat ja Waffles das schön zusammengefasst für uns. Ja. Ich bin überrascht. Würde es Sie stören, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Natürlich, Inspektor. Also es würde Ihnen stören, deswegen stellen wir jetzt keine. Schlecht. Irgendwas ist hier. Es gibt doch offensichtlich einen Discord-Server, den ich noch nicht habe. Den gibt es bestimmt. Mit Ausrufezeichen Discord oder Ausrufezeichen DC kannst du natürlich gerne auf den Wolfbeit-LP-Discord kommen. Wir hatten vor kurzem 9-jähriges Jubiläum. Nicht vom Discord, aber zumindest vom YouTube-Channel. Ist da ein Nox, der dazukommen will? In den Voice-Chat, da muss er in den allgemeinen Voice-Chat. Du hast die Möglichkeit, Leute reinzuziehen. Ach, will mein Bot gerade nicht? Warte mal, Nox. Mein Bot macht gerade Faxen. Lass mich kurz gucken, dass der Bot wieder angestellt wird. Dass der für sein Geld auch arbeitet. Ja, der Bot arbeitet wieder nicht für sein Geld. So. Sollte gleich da sein, dann sollte alles gehen. Aber wenn du sagst, dass der Bot nicht da ist, ist meiner bestimmt auch wieder aus. Deiner ist bestimmt auch aus, ja. So, probier mal jetzt, Nox. So, und wir reden derweil mit Erwin. Keine Chance, dass das der echte Erwin ist. Meinst du? Wer könnte die Katze in der Kanalisation sein? Ich muss ein paar Fragen stellen und nochmal durchgehen, was ich weiß. Was weiß ich über Erwin? Könnte diese Katze wirklich die Katze sein? Also könnte das wirklich die Katze sein, nach der ich suche? Ja, Erwin humpelt. Ich habe die Katze noch nicht laufen sehen.
Aber er hat einen Krückstock. Also würde ich erwarten, dass er tatsächlich ein Hinkebein hat. Das ist eine Ähnlichkeit. Ja. Erwin ist eine schwarze Katze. Er ist eine schwarze Katze, die Millie und Duke beide bestätigt haben. Eine zweite Übereinstimmung von dem, was ich weiß. Ja, Erwin war für 4 Tage weg. Tut mir leid, aber wie lange waren Sie auf Reisen? Ich habe die Stadt vor 4 Tagen verlassen. Okay, danke. Das passt mit dem, was der Hotdog-Verkäufer und der Nachbarin mir erzählt haben. Eine dritte Sache in der Ähnlichkeit. Könnte das wirklich der echte Erwin sein? Haben Sie irgendwas bemerkt, dass irgendwas anders ist, als Sie nach Hause gekommen sind? Nicht wirklich, nein. Sind Sie sicher, Sie haben nicht vergessen, sich um irgendwas zu kümmern, bevor Sie gegangen sind? Ich denke nicht. Warum? Also theoretisch, ich möchte jetzt mal ganz ehrlich sein, wir könnten den jetzt auf der Stelle verhaften. Ja. Weil es ist ja egal, ob der was mit dem Kult zu tun hat oder nicht. Wir haben illegale Drogen bei ihm zu Hause gefunden. Klopf, klopf, ja, du musst Hutz machen. Ich bin gerade im Spiel. Dementsprechend, wir haben den Beweis. Und da kann auch Patches nicht sagen, ich bilde mir das alles nur ein, weil Spotty war dabei. Spotty hat das alles gesehen. Das ist wohl wahr. Dementsprechend, das ist alles nicht Phase. Ja. Okay, das wird uns nicht weiterbringen. Ich hoffe, es ist nicht zu unpopulär zu fragen, ob du mal einen kurzen Stand geben könntest, was du denn da eigentlich heute tust. Nur für mich. Ich kann das nochmal zusammenfassen. Das gleiche, was wir jeden Donnerstag tun. Wir versuchen, die Welt zu erobern. Nein. Rocket League spielen? das ist erst danach dran. Da musst du dich noch ein halbes Stündchen gedulden oder zumindest ein Viertelstündchen. Nein, wir spielen Inspector Waffles. Ein kleines Spiel mit einer werten Katze als Inspektor, die in Cat Town ermittelt. Fluffy, der Besitzer und Mogul des Ox Furniture Imperiums, ist leider ermordet worden. Und wir versuchen, den Fall aufzuklären. Und lustigerweise ist diese Person, die vor uns steht, ganz offenbar Erwin, der Bruder des Opfers, den wir aber zusammengeschlagen vor wenigen Stunden in der Kanalisation bei einem Geheimkult gesehen haben. Und dessen Sammelkartenalbum von Volleyballspielern wir geklaut haben. Ja, das ist wohl wahr. Aber macht es ihn jetzt grundsätzlich des Mordes verdächtig, wenn er zusammengeschlagen in der Kanalisation herumliegt? Nee, des Mordes nicht. Aber die Sache ist, er wurde von den Kultisten zusammengeschlagen, weil er ein Verräter ist und dürfte eigentlich gar nicht da sein. Weil wir haben gesehen, dass er dort festgehalten wurde. Das bedeutet, entweder wir haben den Falschen oder die haben den Falschen. Also es gibt einen Imposter. Korrekt. Und das ist jetzt ein bisschen ungünstig. So. Erwin baut illegal Katzenminze an. Ja, macht er. So. Was machen wir jetzt? Jetzt habe ich vergessen, worum es gerade ging. Was war die Frage? Er ist nach Hause zurückgekommen und hat ob er was bemerkt hat. Ja, vielleicht die Einkaufsliste? Die Einkaufstasche, die er draußen gelassen hat. Vielleicht haben Sie eine Tasche draußen vergessen. Oh ja, Sie haben recht, Inspektor. Was für eine Tasche war es? Eine Plastiktasche aus dem Maple-Markt. Ich habe es benutzt, um Müll darin aufzubewahren. Ich habe etwas Fisch gegessen, bevor ich gegangen bin. Es hat so schlimm gerochen, als ich nach Hause kam. Es war ein bisschen peinlich, das zu erwähnen. Na sicher, ich verstehe. Irgendwas Illegales? Ich
muss Ihnen etwas sagen. Ich bin in Ihrem Apartment gewesen. Nun, Erwins Apartment. Ich bin sicher, immer noch nicht sicher, ob Sie Erwin sind. Oh, das würde die fehlenden, ich vergesse immer das Wort. Mandeln. Mandeln, danke. Bitte. Das würde die fehlenden Mandeln erklären. Wir haben nur eine Handvoll gegessen und eine weitere Hand mitgenommen. Bote, Entschuldigung. Ja, nein, nun, es ist anders. Aber ich habe etwas gefunden. Das würde von Interesse der Polizei sein. Ja. Ich habe ihre Katzenminze gefunden. Versteckt in der Wand. Oh. Ja. Das ist meine. Ich bin dessen schuldig. Aber ich bin hier für mein verlorenes Buch, nicht für... Ist schon okay. Wir werden sie dafür nicht anzeigen, solange sie uns die Wahrheit sagen. Warum haben sie die Einkaufsliste zusammen mit der Katzenminze versteckt? Und warum haben sie die Liste in einem Geheimtür... warum hat die Liste eine Geheimtür im Maple Markt geöffnet? Inspektor, ich weiß, Sie wollen, dass ich die Wahrheit sage, aber ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich habe die Katzenminze versteckt und ich bin... Und das tut mir auch wirklich leid. Aber die Einkaufsliste, das war nicht meine. Ich glaube Ihnen nicht. Warum würde diese Liste ganz zufällig versteckt in Ihrem Zuhause rumliegen? Wenn er ihm weniger glaubt als Erwin, ist das auch, aber auch sehr verdächtig. Du meinst Patches? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht. Wirklich nicht, Inspektor. Also, die Wahrheit ist wirklich nicht. Vielleicht ist der Inspektor mit in den geheimen Bund. Wir. Der... Ja, Patches. Patches. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Wir hatten schon mal gedacht, dass Patches wirkt nicht intelligent genug. Es kann natürlich sein, dass Patches der Kultist Nummer 1 war. Der wirkt da auf mich auch nicht besonders clever. Der Leiter ist es aber auf keinen Fall. Da habe ich eher den Bürgermeister im Verdacht. Dementsprechend glaube ich, wenn, dann ist er der entweder Kultist Nummer 1 oder er wird einfach bestochen vom Bürgermeister. Kann auch sein. Weil der Bürgermeister war ja heute hier. Er hat ja die Croissants mitgebracht, die Patches immer noch frisst. Das ist wohl wahr. Vielleicht kippt er um. Ja, das glaube ich nicht. Wenn, dann kippen alle um. Wir haben schon Peanut unten an der Rezeption eins mitgebracht. Und Mocha haben wir auch schon eins mitgebracht. Dafür haben wir übrigens Erwin die Mandeln geklaut. Nox? Eine Frage an dich. Siehst du auch einen groovenden Schwanenhals? Was? Einen groovenden Schwanenhals? Ja. Oder wir treffen den Mafia-Boss dort noch. Ja, das kann sein. Aber wo? Waffles Tale. Oh. Ja, in der Tat. Jetzt, wo du es sagst. Und auf der anderen Seite hast du einen Flamingo. Also nicht auf der anderen Seite, sondern in der Mitte. Naja. Wir besprechen mal Fluffys Tod. Es tut mir leid, das hochbringen zu müssen. Aber es muss sein. Wissen Sie, was Ihrem Bruder Fluffy passiert ist? Ja, Chief Patches hat mir davon erzählt. Er wurde gestern getötet und sie haben den Falle geöffnet. Warum lese ich den eigentlich? Wir haben jetzt eine schwarze Katze hier, die könnte den doch eigentlich übernehmen. Richtig. Jetzt sind ja endlich Leute da, die vorlesen können. Sie scheinen nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen worden zu sein davon. Wer möchtest du, der das liest? Ja, du bist die schwarze Katze. Okay, ja, ich bin der Mörder. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns gehasst haben. Wie war... nicht unbedingt der beste Bruder. Ich hoffe, ich übersetze das richtig, wenn ich sage, er hat die Firma unserer
Eltern mir unterm Hintern weggeklaut, nur fürs Geld sozusagen. Ja. Wurden eigentlich besser erzogen als das. Also habe ich den Kontakt vor Jahren abgebrochen. Er ist mittlerweile für mich nur noch ein Fremder. Deshalb ist es mir relativ egal. Und deshalb wohne ich auch überhaupt hier. Ich habe mir das nicht ausgesucht, Inspektor. Ja, in dieser Nachbarschaft, weil er wohnt in einer Hundenachbarschaft. Ah. Aber. Hä? Er ist die einzige Katze, die in einer Hundenachbarschaft wohnt. Oder in dieser Hundenachbarschaft. Ist da die Miete billig oder woran liegt es, dass er. Wahrscheinlich. Also hat er kein Geld oder. Aber er hat ein Motiv, das hat er gerade zugegeben. Das stimmt. Ah, da sagen wir es auch. Ja, ich habe kein Geld. Er hat mir alles genommen. Was ziemlich seltsam ist, wenn man bedenkt, dass er gerade gesagt hat, er hat vor Jahren den Kontakt abgebrochen. Wenn er deswegen, wegen den Aktionen von vor Jahren, jetzt immer noch kein Geld hat. Ja, die Sache, gut, wahrscheinlich der kommt. Das ist ja die größte Firma der Stadt. Ach so. Und verhältnismäßig kein Geld hat er. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass ich entsprechend jetzt des Mordes an ihm verdächtig werde. Aber ich war nicht in Cat Town und habe das bereits zu Chief Hedges, also dem Beweise geliefert. Ja, ich habe keinen Kontakt mit Fluffy gehabt seit Jahren. Sind Sie sich sicher? So, da habe ich nämlich hier so einen schönen Hassbrief, einen Beleidigungsbrief. Haben Sie ihm nicht diesen Brief geschickt? Voller Beleidigungen. Oh ja, jedes Jahr zum Geburtstag, damit er weiß, dass ich es nicht vergessen habe. Sehr nett. Erinnern Sie sich, was Sie im letzten gesagt haben? Nicht wirklich. Ich versuche mir immer was Neues auszudenken. Das ist Teil des Spaßes. Irgendwas verbunden mit einem merkwürdigen Tier. Klingelt's da bei Ihnen? Ah, richtig. Ich habe ihn mit einem Schnabeltier verglichen. Also eine Mischung aus Ente und Biber. So eine merkwürdige Kreatur. So, das ist Furz. Sie sind so niedlich, denke ich. Richtig. Wirklich? Hast du ihre Schweife gesehen? Und dann die merkwürdigen Paws? Und vergiss nicht den Hut. Harry. Haben Sie jemals ein Baby-Schnabeltier gesehen? Es ist das süßeste Tier, das existiert. Ich weiß nicht. Glauben Sie nicht alles, was Sie online finden, Chief Patches? Egal, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Außer bei Babytieren. Die sind immer niedlich. Waffles, sind Sie in Ordnung? Waffles! Was geht jetzt ab? Hat mich die Unterhaltung ausgenockt oder was? Ah, er versucht sich zu erinnern. Aber warum war da eine Einkaufsliste in seinem Büro ausgehängt? Es scheint, als wäre
als sollte sie in der Küche sein. Das ist... Ich mag es nicht, wenn ich Sachen nicht verstehe. Ich nehme das mit. Er hat auch etwas Geld versteckt und schon wieder eine andere Einkaufsliste, wie in Fluffys Haus. Aber warum würde er eine Einkaufsliste verstecken? Warum würden es beide tun? Nichts davon macht hier Sinn. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht. Warum brauchen Sie ihr Feuerzeug? Ihre Zigarre war doch schon angezündet und ich bin sicher, Sie könnten die Box kurz unbeobachtet lassen, nur für ein paar Sekunden. Da hast du recht, mein Freund. Du stellst tatsächlich zu viele Fragen. Und es fängt an, verdächtig zu wirken. Neugier ist der Katze tot, weißt du? Es war alles platziert. Es ist schwierig, das so zu übersetzen. Also, ein Setup heißt ja, man hat das alles von vornherein geplant. Ja, aber theoretisch, das passt schon. Was war? Ich verstehe es endlich. Das ist, warum Meatballs mich nicht nah an Erwin herangelassen hat. Es war er nicht. Die Einkaufsliste, der Kult. Ich bin blind den Hinweisen gefolgt, die ich gefunden habe. Sie haben mich direkt hierher gebracht. Und jetzt ständig stehe ich hier wie ein Idiot. Sie wussten, wo mich meine Neugier hinbringen würde. Wie wurde ich bei so einer lächerlichen Geschichte... Also, wie hat mich diese lächerliche Geschichte überzeugt? Eine geheime Tür in einem Maple-Markt öffnet sich mit einer Einkaufsliste. Ich bin so dumm. Und sie waren so klug. Sie wussten, dass ich meinen Instinkten in diesem Fall folgen würde. Und sie haben mich gekriegt. Aber wer sind sie? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht, was Sie vor sich hin murmeln, Waffles. Haben Sie zu starke Milch getrunken? Oder geschnüffelt? Haben Sie auch zu starke Milch getrunken? Nein, haben Sie starke Milch in Ihrem Atem. In Ihrem Atem? Achso. Chief, es ist nur... Können Sie verstehen, was passiert ist? Oder was passiert? Sie haben mir gesagt, Sie haben Erwin gefunden. Im Untergrund, also in der Kanalisation. Gefangen von einem Kult. Aber er steht genau hier. Und Sie haben selbst bewiesen, dass er die richtige Katze ist. Und Spotty ging nicht mit in die Katakomben. In die Höhle. Nicht in die Höhle mit Ihnen, richtig? Nein, ich war alleine. Es war so eine brillante Falle, Chief. Ich fühle mich nicht gut. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Hatten Sie irgendeine Milch heute? Nein, ich schwöre. Ich werde Sie nicht durchsuchen, Waffles. Wo ist Ihr Flachmann? Oh nein, wir haben den dabei. Und wir haben hier ein bisschen was davon weggekippt. Ja, für den Kaffee. Für den Kaffee von Mocha. Das ist richtig. Dementsprechend ist das Ding jetzt halb leer. Oder ganz leer sogar. Ich hab's nicht getrunken. Sie müssen es mir nicht zeigen. Aber es ist leer, richtig? Das ist ein komplett abgekatertes Spiel, von vorne bis hinten. Ja, aber nicht, weil ich es getrunken habe. Ich habe die Milch benutzt, um einen Kaffee in einem Antiquitätenladen zu machen. Welcher Antiquitätenladen? Ich habe Kaffee da gemacht, weil ich ihn brauchte, um in Erwins Apartment zu kommen. Können Sie sich selbst hören? Das ist alles Nonsens. Hehehe
Raimund? Hast du so viel rumgeballert, dass das eine adäquate Bezeichnung für dich ist? Nee, aber es gab wohl mal einen Fall, der unseren ehemaligen Partner das Leben gekostet hätte. Man könnte einen Test machen, dann würde man sehen, dass er nichts im Blut hat. Ja, das wäre das Cleverste, wenn er einfach sagen würde, testen Sie mich. Was ist denn your loose cannon? Your loose cannon. Das ist ein, du bist ein Schießwürdiger und ein Risiko. Ja, nee, ja. Loose cannon. Ja, schwierig. Ja, also ein Problemfall könnte man sagen. Wankemütig vielleicht noch eher. Gut, mache ich jetzt einfach mal weiter. Damit sind sie raus aus Fluffys Fall. Chief, nein! Bitte, tun Sie mir das nicht an! Nehmen Sie eine Pause für ein paar Tage. Ich schwöre, ich lüge nicht. Und wenn Sie zurückkommen, sind Sie in einem besseren Zustand. Geben Sie mir einige Zeit, ich werde es beweisen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Inspektor. Ich verstehe. Danke. Ich bin schon enttäuscht genug von mir selbst. Wütend zu sein wird nicht helfen. Mr. Erwin, wir werden Ihr Buch so schnell es geht wie möglich finden. Ist ja nicht so, als hätten wir es gerade in der Manteltasche. Das ist richtig. Zusammen mit dem Flachmann. Norx? Ach so, Entschuldigung. Ich war schon daran gewöhnt, dass er gar nichts dazu sagt. Vielen Dank, Inspektor. Es waren 8 seltene Karten darin. Bitte finden Sie alle. Ich werde es, versprochen. Viel Glück mit dem Fall, Chief. Bin sehr enttäuscht von dir, Patches. Sehr enttäuscht. Ja, ich auch. Inspektor. Also, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Oder? Mit dem Zeugen. Ist alles in Ordnung mit dem Zeugen? Oh ja, es war super. Ja, perfekt. Wir sollten ein bisschen feiern mit Hotdogs. Oder was immer Sie gerne essen. Inspektor? Das war Sarkasmus, Body. Ich habe einen Idioten aus mir gemacht vor Patches. Wir wurden von dem Fall abgezogen. Oh nein! Dann müssen wir das Feiern absagen, oder? Eigentlich. Warst du schon mal in dieser Art von Situation, wenn du so enttäuscht von dir selbst warst, dass das Einzige, was du tun wolltest, war, dich total zuzulöten? Nein, ich denke nicht. Wenn ich mich schlecht fühle, verliere ich das Interesse am Spielen und Essen. Nun, es gibt ein erstes Mal für alles, Spotty. Komm schon, wir gehen in die Bar. Nein! Stehe wieder drauf vor. Ich darf hier nicht rein. Oh, wir sind mit Maple in der Bar. War denn nochmal Maple? Die reichste Katze der Stadt und Konkurrent von Cookie als Bürgermeister. Ah. Aus dem Maple Store. Dem gehört das, ja. Oh, überrede ihn doch nicht noch zum Trinken, ja. Aber er wartet ja draußen. Hat er ja beim Maple Store auch gemacht. Den ganzen Tag vor dem Store gewartet. So, wer kriegt was, Maple? Das ist das, was der jetzt gerade... Ja, komm, ich erzähl's. Ich fürchte, die Bürger fühlen sich nicht mehr sicher in unserer schönen Stadt. Unser guter Freund Fluffy ist gestern bei sich zu Hause gestorben.
Wie kann man sich jetzt noch sicher fühlen in dieser Stadt? Es ist Jahre her, dass wir einen Beschützer wie Snow Tiger hatten, der Cat Town beschützt hat, und die Polizei ist ständig überfordert. Wann wird der Bürgermeister endlich seinen Job machen? Warum habe ich das Gefühl, da fehlt ein AfD-Wahlplakat oder sowas? Die Antwort, sobald ich auf seinem Stuhl sitze. Okay, genug davon. Ich schalte den Fernseher stumm. Besser ist es. Wie geht's Ihnen heute Nacht, Inspektor? Sie sehen nicht so gut aus an diesem Abend. Es ist definitiv nicht der beste Tag in meinem Leben, Char. Ich war außerdem den ganzen Tag mit Spotty zusammen. Er ist ein Schnüffelhund. So eine merkwürdige Fähigkeit. Ist er dein neuer Sidekick? Irgendwie schon. Es ist das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten, aber es war kein großer Erfolg, wenn ich ehrlich bin. Ist das der Hund, der draußen außerhalb der Bar wartet? Genau der. Sie wissen, dass wir eine hundefreundliche Bar sind, richtig? Natürlich. Deshalb habe ich ihm gesagt, dass er mitkommen kann, aber er möchte gerne draußen warten. Er ist ein guter Junge, der sein Bestes versucht, aber nichts ist so, wie es mal war. Ich denke, sie denken immer noch an diesen Tag, aber ich denke, es ist Zeit weiterzuziehen. Sie sind mein Freund, Waffles. Und sie sind eine gute Katze. Also müssen sie sich ein bisschen mehr selbst lieben. Sie haben nichts falsch gemacht auf diesem Dach, und das wissen sie. Und ich möchte nicht, dass sie ein weiterer Erno... Ein Säufer ist genug für diese Bar. Das ist leicht zu sagen, aber ich habe einen Trottel aus mir selbst gemacht vor Patches, ja. Er hat mich vom Fall abgezogen, an dem wir so... von einem Fall abgezogen zu werden, an dem wir so hart gearbeitet haben. So, einer von euch kriegt jetzt Bobby. Putz, du hattest jetzt keine Rolle, du bist Bobby. Wenn ich stören darf. Ich bin Bobby. Vielleicht kennen Sie mich. Ich bin eine Berühmtheit. Aktuell. Nee, ich war ein Star in meiner Zeit. Ja, genau. Ich war eine Berühmtheit zu meiner Zeit. Alles war früher einfacher. Ich hatte eine TV-Show. Oh, Entschuldigung. Und einen Text, den ich mir nicht zu Ende drücken. Können Sie sich das vorstellen? Nein, nicht wirklich. Aber was wollten Sie sagen? Berühmt zu werden fiel mir ziemlich einfach. Nee, oder faded quickly. Er ging schnell. Und ich hatte ein paar schlimme Tage. So wie Sie. Manchmal ist das so. Leute machen sich über mich lustig. Manche sind gemein zu mir. Ohne einen Grund. Und es kann sein, dass du ein bisschen leise bist. Ich versuche jetzt tief zu reden. Ja, aber wenn ich so auf den Ausschlag gucke, wie laut Nox auspegelt und wie laut ich auspegel und dann angucke, wie laut du pegelst, dann muss ich sagen, du bist sehr leise. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich tief sprechen will. Nein, du bist allgemein leise. Hast du mal dein Soundboard neu gestartet? Ich starte mal mein Soundboard neu. Verdurste nicht. Danke sehr. Mach ich nicht. Ist es jetzt besser?
Definitiv. Okay. Also Leute machten sich über mich lustig und waren gemein zu mir, ohne Grund. Der Schlüssel darin liegt in der Vergangenheit. Ich muss meine Fehler akzeptieren. Sie passierten. Und es wird keiner da sein, der dir zurück auf die Pfoten hilft. Keiner. Außer du selbst. Schau nach dir selbst. Und die guten Tage werden wiederkommen. Ich verspreche es. Das hilft wirklich. Danke sehr. Danke dir. Das meine ich ernst. Bitteschön. Es war mir eine Ehre, mein Freund. Ich beginne damit, mich schlecht zu fühlen, den Hund alleine draußen zu lassen. Habt alle eine gute Nacht. Gute Nacht. Ja, und mit dieser Szene kann man wunderbar den Part heute beenden. Das ist ein schöner Moment dafür. Haben wir unser Inventar noch? Wir haben unser Inventar noch. Finde ich toll. Hättest du nicht haben dürfen. Musstest du nicht abgeben, hä? Nein, ich hätte ihm alles abgenommen. Wir dürfen alles behalten. So. Und ich finde es schön, dass er hier immer noch an seinem Volleyball spielt. Ja. Ich bedanke mich bei allen, die heute zugesehen haben. Auch danke natürlich an euch beide. Auch wenn es spät war, dass ihr dann noch dazugekommen seid, freue ich mich natürlich. Vor allen Dingen, weil ich nicht so viel alleine lesen muss. Sehr gerne. Aber Hutz ist schon weggerannt. Das macht nichts. Der muss gleich machen, damit ich ihm die Leute rüberschicken kann. Ja, das macht natürlich Sinn. Ja, aber ich bedanke mich bei den Zuschauern. Ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß. Hutz sollte auch was trinken. Der kann gleich was trinken. Und ja, wir sehen uns dann alle nächste Woche wieder, wenn es bei Inspektor Waffles weitergeht. Wieder 18.30 Uhr. Seid dabei. Und ja, den Leuten auf YouTube, ihr lasst jetzt ein nettes Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und alle, macht euch noch einen schönen Abend. Euer Wolf.